So, Hallihallöchen, Hänsepedi und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Für mich ist schon ein ganzes Weilchen her, seitdem ich zuletzt gespielt habe. Weil jetzt eine Klausurenphase und Co. war, dementsprechend weiß ich gar nichts mehr, außer dass mein PC mir hier Löschvorschläge machen möchte. Ja. Ja. Wir haben die Tiere wiederhergestellt. Fledermäuse? Hallo? Was seid ihr? Ein Mensch, da ist ein Mensch. Oh, das kann nicht möglich sein. Kein Mensch darf diese Höhle betreten. Egal, es scheint ein leckeres, zartes Menschlein zu sein. Das Menschlein ist selbst schuld. Lasst es uns essen. Ah, nein, Löwen. Weich zurück, lass diesen Menschen in Ruhe. Boah, danke Simba. Du hast uns das Leben gerettet. Tapferer Mensch, wir heißen dich in unserem Königreich willkommen. Wir sind sehr stolz auf dich. Und du siehst lecker aus, das wollen wir auch noch gut heißen. Ah, wir können auch gar nicht angreifen. Aha, hier schon. Halt, die Höhle kommt mir bekannt vor. Was war hier davor? Aha, der Tierfels. Der ist nur für die Löwen? Kann man hier runterfallen? Ja, okay, witzig. Gut, müssen wir mit wem sprechen. Liam ist in der Schlucht südlich von hier. Der Königsspross muss eine Mutprobe bestehen, ganz allein. Nur diejenigen erhalten die Königskrone. König Leon ist alt geworden. Ja, Liam wird den Thron besteigen. Bist du? Ich bewundere die Mutigen. Du bist hier sehr willkommen. Ich bin König Leon. Ich herrsche über Löwen und Tiere in Safarium. Dies ist unser Reich. Fühl dich wie zu Hause. Okay, dann müssen wir aber eben in den Süden gehen. Und wahrscheinlich dem Sohn helfen, obwohl wir es nicht dürfen. Na, ich verrate dir was. Wenn du einem Löwen gegenüberstehst, darfst du nicht wegrennen. Die haben mich überhaupt nicht akzeptiert. Ich bin stehen geblieben. Okay. Also. Hier im Süden. Sui. Nee. Moment, halt. Hier waren wir schon. Hier, die Mutprobe, der war gar nicht hier. Oder müssen wir ihn jetzt finden? Sehr strange. Noch weiter im Süden? Schlucht. Ja, das sieht mir eher aus für einen Ort für eine Mutprobe. Ja, vor einer Zeit ging ein kleiner Löwe in die Schlucht, ja. Hier beginnt das Land der Dämonen, geh besser nicht weiter. Wir dürfen nicht. Verdammt, okay. Nee. Das finde ich an alten Spielen sehr problematisch, so Spiele zur Super Nintendo Zeit. Wenn man halt mal nicht weiter weiß, weil man länger nicht gespielt hat, da hat man keine Ahnung mehr, was man machen muss. Da gab es kein was bisher geschah oder so ein Tagebuch, wo sie sagt, yo, geh mal jetzt dahin oder geh mal dahin. Also wir haben jetzt in Sui oder durch Sui haben wir die Tiere zurückgebracht. Dann sehe ich das Gebiet mal als abgeschlossen. Hier gab es noch eine Brücke, aber ich glaube, hier brauchen wir auch die... Ja, irgendwie, ja, müssen wir noch was anderes machen. Also Wasser ist zumindest hier. Aber war es auch, glaube ich, schon davor. War nicht noch irgendein anderes Gebiet hier? Also bei der Schlucht kommen wir aktuell nicht weiter, obwohl da der Löwe ist. In Sui glaube ich aber auch, dass wir nichts weiter tun können. Da haben wir das Wasser fließen lassen und die Tiere zurückgebracht. Ja, aber das hat doch was zu bedeuten. Wir sind jetzt zu den Löwen erst gekommen. Und er sagt was von seinem Sohn.
Ich gucke noch ganz schnell, ob hier oben was ist, aber nee. Dann gehen wir doch noch mal kurz hier rein. Die Tiere sind zurück, jedoch nur einige. Die Löwen leben auf dem Felsplateau über uns. Sollte es einen König aussuchen. Ja, haben wir. Also, wir müssen ihm schon irgendwie sagen, dass sein Sohn längere Zeit weg ist. Oder müssen wir mit seiner Frau reden? Hast du schon den klugen Sandor kennengelernt? Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Ich bin Leons Frau, die Mutter Leons. Ich habe eine große Bitte. Mein Sohn absolviert... Ja, okay. Da hausen wilde Bestien. Ja, okay. Also, wir haben jetzt mit ihr gesprochen. Ja, passt. Ups. Wir hätten mit der Frau sprechen müssen. So, und jetzt können wir in der Schlucht was machen. Jetzt haben wir offiziell die Quest angenommen, zu helfen. Oder, naja, nicht nur helfen, sondern eingreifen, retten. Ja, und jetzt sagt die Eule auch nichts mehr. Oh, und wir fallen. Das können meine Kniescheiben nicht überlebt haben. Aber sowas von nicht. Okay. Ah, guck mal, da ist der. Na, danke für die Rettung. Ich dachte, ich sei am Ende. Ja, schon gut. Du scheinst noch ziemlich jung. Ganz allein an einem so gefährlichen Ort. Hast du keine Angst? Alle Löwen werden auf diese Art geprüft. Ich glaube, ja, die Löwen haben eine hohe Todesrate. Mein Vater sagt, das Leben ist sinnlos, wenn man es nicht schafft. Boah, das klingt echt hart. Ja, ich werde dich auf deinem Weg begleiten. Lauf, kleiner Löwe. Ich kletter da mal woanders lang. Oh, oder doch nicht. Mal, hier geht's noch lang. Und hier auch nicht, okay. Ich glaube, die Ranken sind einfach nur zur Verwirrung da. Wow. Verdammt. Ha! Oh, Level Up! Nice! Level 15. KP steigen um 7, ja, ist nice. Stärke um 2, das ist sehr nice. Abwehr auch um 2. Glück auch um 2, jawoll. Komm her! Bin ein noch schlimmerer Albtraum geworden. Alles okay? Ah, wie sollen wir diese Klippe bewältigen? Ah, das sind Steine. Ah, da müssen wir wieder die Waffe umrüsten. Ich bin echt gerade zu blöd für diese dämlichen Vögel. Oder wir haben noch den. Ja. Ah, das ist blöd. Warum kann denn die stärkere Waffe da nicht auch gelten? Dann setzen wir auch gleich mal noch eine Heilknolle ein. Oh, ist keine mehr da. Okay. Waffen. Um wie viel schwächer ist denn das? 1, oder? Ja, dann lassen wir den einfach mal ausgewählt, bis wir ganz aus dem Gebiet rauskommen. Hallo? Oder müssen wir den einfach nur schieben? Oh. Okay. Hey Großer, du bist aber lahm. Leg einen Zahn zu. Hey, hallo? Was bist du denn für ein Arschlochlöwe? Wir wollen nur helfen. Gut, wo ist er? Da oben. Oh, hast du Angst? Hey Großer, was ist denn los? Wir sollten uns lieber beeilen. Jetzt gehst du weg? Warum bist du denn in dieser Sackgasse gewesen? Ja, beeil dich mal hier hochzukommen. Die Feuerräder haben wir schon ewig lang nicht mehr gesehen.
war jetzt ganz sinnlos, dass der Löwe da war. Hier können wir... Oh Gott. Ein Labyrinth, nicht schlecht. Oh, Wasser. Hier hat es doch bestimmt irgendwo einen Schaden. Aua, ich bin gerüstet. Also, die machen ja auch nur einen Schaden. Sind die... Die sind so schwach geblieben. Die sind einfach nur da, um ein bisschen... Ja, witzlos einen Damage rauszudrücken. Zack. Sackgasse. Am Kaktus können wir auch nicht vorbei. Hier ist kein Schatz. Nicht mal so ein Magiekristall oder sonst was. Das ist traurig. Hätte jetzt eigentlich gut reingepasst. So. Den Löwen haben wir irgendwie verloren. Hätten wir den mitnehmen müssen? Ich hoffe nicht. Aber es beunruhigt mich, dass er jetzt weg ist. Ich glaube, wir müssen ihn echt holen. Ich bin mir relativ... Oh Gott, wir gehen nochmal zurück. Das ist mir jetzt ein zu hohes Risiko, wenn wir den zurücklassen. Dass wir am Ende noch einen weiteren Weg dann zurückgehen müssen. Stup. 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 Zack. Och, komm schon. Das ist... Wir sind doch kein Kaffee, Mann. Hör auf, uns zu rösten. Au. So. Kommst du? Er läuft zu langsam. Aber wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn einfach. Ich glaube, gegen die brauchen wir auch irgendwie eine andere Waffe oder so. Ja, er muss da hochspringen. Okay. Aua. Ach, er kann auch verletzt werden. Ungünstig. Ich lasse ihn mal vorlaufen. Boah, das macht aber Spaß. Wenn das immer so ist, würde ich jeden Tag eine Prüfung ablegen. Du bist schon relativ lange hier, oder nicht? Ja. Oh Gott, wir müssen... Das ist eine Escort-Mission. Scheiße. Oh boy. Ich hoffe echt, dass er nicht sterben kann, weil ich... Wie soll ich ihn denn beschützen? Ja, ich kann die Dinger zurückpieksen, aber wenn er selbst in den Schlamm geht... Sackgasse, Kumpel. Oh nein. Huch, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen umkehren. Ach, Junge. Er macht halt gar nichts in der Prüfung, ne? Er läuft da rum, chillt, so ganz entspannt, ne? Ist nicht so, als ob wir es eilig hätten oder so. Er geht da
Wie der König der Löwen oder so. Ja, komm, verbrenn mal ein bisschen. Hast du verdient. Oh, hier ist eine Abzweigung. Wo geht es denn weiter, Großer? Rechts entlang. Hey, Großer, bist du etwa ein Wahrsager? Ja, ich, ja. Ich war hier nämlich noch nicht. So, wir lassen ihn laufen. Du bist frei! Lauf! Oh, er ist nicht weit gekommen. Hui, hui. Lass mich auf dich treten. Komm, jump hoch, Junge. Genau, wie es der Große dir vormacht. Oh, ups, doch nicht. Okay, er hat es uns vorgemacht. Wow, das macht aber Spaß. Wenn das immer so ist, würde ich jeden Tag eine Prüfung ablegen. Lauf jetzt. Dort, sieh, die vielen Dämonen. Ich werde dir folgen, um zu sehen, wie du kämpfst. Ich glaub's auch. Hallorö, du bist aber stark. Hallorö? Welcher Löwe sagt denn Hallorö? Gut. Oh Gott, da ist ja noch einer. Cool, eine Steinbrücke. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Mach's gut, du Loser. Okay, nein, sorry, Löwe. Löwe? Ah, hier sind wir. Okay, ich hoffe aber nicht, dass wir den Löwen nochmal eskortieren müssen. Wir lassen ihm den Vortritt und dann jagen wir nach. Oh Gott. Yes, gib mir 1 Gold. Ne, es ist sogar... Wow, 6 Gold. Dum, 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 dum. Okay, klar. Oh, sieh die vielen Dämonen. Ich werde dir folgen, um zu sehen, wie du kämpfst. 2 3 Komm her. So. Guck dir die coole Steinbrücke an. Lauf jetzt. Wir müssen mit ihm laufen. Okay. Ergibt für mich keinen Sinn, aber was soll's. So, bin dabei. Oh Gott, nein! Anscheinend sprinten wir auch, wenn man zweimal schnell in eine Richtung drückt. Okay, ich dachte, das macht man über die R-Taste. Habe ich was Neues gelernt. Ich wusste das mit dem Sprint nicht. Also man kann jetzt ohne... Ja. Das ist interessant. Okay. Ja gut, sorry. Das habe ich verkackt. Habe ich auch was Neues gelernt, tatsächlich. Aber dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.